Wenn ich sage, dass Satellitenfotos bei Google Maps die beste Quelle für spontane, unbekannte Lost Places ist, dann meine ich das auch so. Der heute besuchte verlorene Ort stellt solch einen Zufallsfund perfekt dar. 2 Kilometer zur nächsten Landstraße und noch viele mehr zum nächsten größeren Ort entfernt liegt der verlassene Hof mitten im Nirgendwo in Deutschland. Bleibt gerne dran, vielleicht kennt ihr euch besser aus und könnt das Rätsel gegen Ende lösen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu diesem neuen spontanen Lost Place Video. Wir sind hier gerade wirklich im Nirgendwo unterwegs. Eben die Fahrt hierher war sehr abenteuerlich. Also es ist wirklich so ein 5 bis 10 Hausdorf im Nirgendwo hier. Ich habe das wirklich erst vor 2 Stunden auf der Karte entdeckt. Also beim Rumscrollen habe ich so gesehen, ein Haus davon sieht irgendwie von oben so ein bisschen bröckelig aus und da stehen wir jetzt davor. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird, was das sein soll, aber ich gehe jetzt mal los. Ich bin sehr gespannt. Also es gibt da irgendwie ein Nebengebäude hier und da sind so die Hauptgebäude, also keine Ahnung. Wir sind uns nicht mal sicher, ob das wirklich verlassen ist. Ich bin mir so unsicher. Das ist auf jeden Fall das Nebengebäude. Und wenn das Grundstück nicht frei zugänglich ist, so wie hier anscheinend, dann gehen wir da auch nicht drauf und gucken da auch nicht. Also ich glaube, dass die beiden gar nicht zusammengehören. Dass dieses Haus hier gar nicht verlassen ist so richtig. Wir gucken auf jeden Fall erstmal bei dem Hauptgebäude, weil das ist safe verlassen, weil da ist das Haus, das Dach schon eingestürzt an einer Stelle. So, jetzt stehen wir hier vor dem Haus und es ist offensichtlich verlassen, wie man unschwer erkennen kann da oben. Ich glaube, so wohnt, oder ich hoffe es zumindest, so wohnt keiner mehr. Noch ganz kurz so als Nebeninfo, dieser Ort ist auf keiner Lost Place Karte eingetragen. Ich habe dazu online jetzt eben ganz spontan keine Infos gefunden, nichts und Trampelpfade sehe ich auf den ersten Blick auch nicht. Also dementsprechend würde ich sagen, hier waren noch nicht viele Leute. Finde ich gut, los geht's. So. Jetzt sind wir hier auf dem Grundstück. Ach, sieht schon mal echt ganz cool aus. Sehr eingefallen, wow. Das muss schon einige Zeit verlassen sein. Richtig zugewuchert hier. Auch ein Zeichen dafür, dass hier nicht viele Leute entlang kommen. Da, altes Fahrrad. Wow, was soll ich sagen? Finde ich echt schön hier. Es gibt hier zu Beginn erstmal so einen Schuppen. Und da gucken wir jetzt mal über die Hose und die Pantoffeln hinweg. Wirkt wie so eine Werkstatt mit Blick in den Garten. Was hier alles so rumliegt. Ein altes Wahlplakat anscheinend. Da eine Jacke, alle möglichen, ich komme gerade nicht ganz drauf klar. Oh, und da hinten, das muss ich jetzt mal ranzoomen, das sind alte Postkarten. Das ist ja schön. Ich muss auch erstmal in diesen Lost Place Flow gerade reinkommen, weil es jetzt irgendwie so einfach ging. Ich hatte eben noch so spontan auf der Karte geguckt, nach so Orten, ja, mal gucken. Und dann war das eigentlich erst für morgen gedacht und dann waren wir jetzt beide so, ach nee, lass es jetzt direkt mal machen. Jetzt sind wir einfach hier und es ist wirklich verlassen. Und was ein Glücksfall, was ein Zufallsfund. Jetzt haben wir hier so eine uralte Cola gefunden von Tipp. Ganz da oben steht 0800 drauf und unsere Vermutung ist, dass es vielleicht für August 2000 steht. Ein weiteres Datum vom leckeren Kakao. Und zwar 2006.
schon mal ein Anhaltspunkt. Ein weiteres Datum, 2011, habe ich hier aus dieser wunderschönen Mülltüte rausgefischt. So, jetzt aus dem Schuppen hier wieder raus und jetzt, wenn man hier weiterläuft, sind hier ganz viele so Ställe, also es wirkt so, als wären hier mal ganz viele Tiere gewesen. Da ist auch so eine Hundehütte, genau hier ist die Hundehütte und dann hier diese ganzen Ställe. Ich weiß nicht genau, was da für, also wenn da überhaupt Tiere drin waren, was ich mal stark vermute, was da so drin war, aber wirkt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, jetzt gehe ich mal hier irgendwie hier so weiter durch nach hinten, weil da sind noch mehr Nebengebäude. Echt, echt interessant hier. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht gegen diese Seile hier laufe, wo dann schon der Wein die Weintrauben dran wachsen. Nochmal zur Orientierung. Da hinten ist der Schuppen. Hier sind diese ganzen Ställe. Und da ist dieses andere Nebengebäude. Also es ist quasi wie so ein Hof hier, wo so alles Mögliche. Das ist so der Innenhof und das sind so die Außengebäude. Es ist mega schön. Da wachsen sogar hier. Da wachsen sogar Pflaumen. Oh, ich habe Lust hier zu probieren. So, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Ah, oh, ich habe meinen Second Spray vergessen. Ja, was ist hier? Ja, hier wurden nur noch mehr Tiere gehalten. Das kannst du mir nicht erzählen. Wow, wie so ein ganzer Hof voller Tiere. Da kann man ja nur das Beste hoffen und nicht vom Schlimmsten ausgehen. Also wirklich, das ist, ja, ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist wirklich ein winziges Dorf. Also man muss erstmal von der Landstraße, die wirklich, wirklich übel ist, erstmal ewig fahren, um zu diesem Dorf hinzukommen. Und hier sind wirklich also 5, allerhöchstens 10 Häuser und davon ein abgelegenes, was dann nochmal von da sind alle anderen und dieses eine steht da so richtig im Wald außerhalb und das ist dieser Hof hier. Also die Lage gefällt mir. So, ihr habt jetzt gerade schon für ein paar Sekunden gesehen, okay,
Dieses Wohnhaus ist deutlich zerstörter, als ich dachte. Und als es auch von oben aussah. Aber wir gucken trotzdem mal so zumindest um die Ecke rein. Okay, das ist wirklich, wirklich heftig. Und wenn man hier einfach nur im Flur steht, ich mach mal Weitwinkel an. Das ist der Blick ins Haus. Ich habe mich gerade mal hier auf den Boden so gehockt. Lustig ist, dass noch die Lampe an der Decke hängt und dass hier noch so Kleinigkeiten übrig geblieben sind. Da so eine zerfressene Jacke oder auch hier hinter mir die Garderobe. Also eben haben wir die Daten 2006 und 2011 gefunden. Und ich stelle mir gerade wirklich vor, wie dieses Haus innerhalb von etwas mehr als 10 Jahren so aussieht, das kann nicht sein. Also entweder war es schon damals ein Zeitpunkt des Verlassens ziemlich, ziemlich marode oder hier ist irgendwas passiert. Hier ein weiterer Beweis, eine Otto-Zeitschrift von 2008 bis 2009 gültig. Oh, wunderschön. Nochmal ein kurzer Reminder, macht sowas bitte niemals nach. Wir haben gerade noch so ein bisschen drüber geredet, wie das sein kann, dass dieses Dach so stark eingestürzt ist. Und dann ist uns aufgefallen, dass ja überall diese Holzbalken so richtig faulig aussehen. Auch innen drin war es richtig dunkel und feucht. Dementsprechend durchgefault. Und dann ist uns erst aufgefallen, Moment mal, die Dachziegel fehlen ja. Hier ist kein einziger Dachziegel. Hier liegt keiner rum. Da war auch keiner drauf. Da ist nämlich wirklich, man kann es hier ganz gut sehen, wirklich diese Holzbalken und direkt darüber so Teerpappe nennt man das. Das ist so dieser Fetzen, der hier hängt. Das ist diese dünne Beschichtung. Also meine Prognose, dass da die ganze Feuchtigkeit reingekommen ist, weil zum Beispiel da oben dieses eine Dachfenster, das da, dieses Dachfenster. Das sieht noch nicht so alt aus. Und ganz ehrlich, auch diese Regenrinne, also die ist auch nicht von 1960. Aber ganz ehrlich, so alt ist das doch alles noch gar nicht. Es wundert mich, dass das in so einem Zustand ist. Naja gut, wir gehen jetzt mal vorne wieder rum an dem Schuppen vorbei. Gucken mal von vorne noch aufs Haus drauf, weil hier komme ich jetzt den Brennnessel nicht so gut durch. Ja, genau. Lustig, komisch, alles Mögliche. Ein Bauernhaus, ein Bauernhof im Nirgendwo mit einer sehr maroden Bauweise. Naja, gut. Wenn man hier nochmal auf das Haus drauf guckt, und zwar hier diese Fenster, dann da oben dieser Pömpel auf dem Schornstein und auch hier dieses Dachfenster. Unsere Prognose ist, dass hier noch irgendwie versucht wurde, was zu machen, dass es vielleicht auf 2011 oder wann auch immer noch so ein bisschen renoviert wurde, es aber anscheinend nicht mehr gereicht hat. Oder
dass vielleicht da noch Dachziegel draufgekommen wären. Und dann hat es nicht mehr gereicht, warum auch immer. Oder es gab irgendeinen Todesfall oder I don't know. Aber es ist wirklich schade, weil dieses Haus, dieser Hof, ist schon ein Traum. Das Lustige ist hier, dass einfach vor dem Haus, dass hier einfach Pfirsiche wachsen und die sind riesig. Die sind zwar noch nicht so ganz reif, aber ich meine, wer hat bitte in seinem Vorgarten einen riesigen Pfirsichbaum? Ey, was ist das hier bitte für ein schöner Ort? Hier kann man nochmal von vorne reingucken. Hier stehen erstmal so ein paar Videokassetten auf der Fensterbank. Okay. Und dann kann man hier so ein bisschen reingucken. Und hier sieht man, hier ist wirklich alles noch da. Da ist sogar noch so ein Fernseher oder irgend so ein Gerät. Hier wurde meines Erachtens nichts ausgeräumt. Selbst die Brille, was da noch alles rumliegt, die ganzen Pflanzen, hier irgend so eine Figur, die Gardinen. Es ist wirklich alles noch da. Auch da oben am Schrank hängen auch die ganzen Kleiderbügel. Auch da hinten ist dieser rote Handschuh wieder von vorhin. Da noch mehr. Also, boah, da drin stinkt so sehr. Richtig, richtig muffig. So, ich würde sagen, dass hier früher mal der offizielle Eingang war. Wo hier noch so ein leichter Trampelpfad erkennbar ist. Uah. Genau, hier kann man nochmal in ein anderes Nebengebäude reingucken, was auch komplett am Einstürzen ist auf jeden Fall und auch mal wieder sehr vollgestopft. Also was hier alles liegt. Was ist das denn? Ist das ein Backofen? Also irgendwie finde ich es ja faszinierend. Oh, hängt noch eine Jacke oder sowas. Echt, echt krass. Ich bin ganz hin und weg von diesem Ort. Ich sag's euch. Ich lieb's komplett. Ja, und da war die Eingangstür. Wenn man jetzt hier so durchguckt. Oh, die ist sogar offen. Da werde ich jetzt mal aber nicht reingehen. Weil ihr habt's ja gesehen, wie es drin aussah. Ja, und hier rechts von diesem anderen Nebengebäude ist noch so eine Tür. Mit so einem schönen Bogen. Auch diese ganzen Verzierungen. Es war auch eben drüben schon, auch an den Türen innen drin. Also es ist super, super süß gemacht. Und da sind sogar noch so ganz viele Steine. Also auch ein Anzeichen von ja, Baumaßnahmen. Ach, wie süß. Stopp, kurze Ergänzung. Ich bin gerade nochmal hier rumgelaufen, um ein paar Fotos zu machen. Da habe ich gesehen, dass da wieder Leute entlang gelaufen kamen. Ich glaube, das waren sogar die von vorhin. Kam jetzt zurück von ihrem Spaziergang. Da dachte ich mir jetzt, ach komm, sprintest du mal nach vorne und fragst die, ja, auf meine Frage hin, ob sie denn was zu dem Haus hier wüssten, kam nur ein Nö.
Na, hab's einfach gelassen. Also dementsprechend gibt's keine Infos von Einheimischen, aber gut. Die Ansicht komplett inklusive Kühltruhe auf das wirklich zerfallene Haus. Danke euch fürs Zugucken und ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, hier sind noch andere Videos verlinkt. Guckt ihr euch auch gerne an, wenn ihr möchtet. Und ansonsten dann bis zum nächsten Video. Und ja, macht's gut. Tschüss.